Heute machen wir einen richtig leckeren White Chocolate Cheesecake mit Heidelbeeren. Alle Zutaten, die ihr dafür braucht, plus die Mengenangaben, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Als erstes nehmen wir Löffel Biskuit und hauen dieses ordentlich klein. Das kommt dann in eine extra Schüssel und wird mit weicher Butter verrührt. Das Ganze füllen wir dann in eine Springform und drücken es ordentlich an. Jetzt geben wir die Mascarpone in eine Schüssel. Dazu kommt dann noch saure Sahne und Frischkäse. Alles ordentlich miteinander verrühren und dann noch flüssige weiße Schokolade dazugeben. Jetzt noch die Heidelbeeren mit unterrühren. Und das Ganze ebenfalls in die Springform geben. Jetzt noch einige Heidelbeeren oben auf dem Kuchen verteilen und das Ganze für 3 Stunden kühl stellen. Dann kann man diesen Kuchen auch schon genießen. Ich hoffe, dieses Rezept hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Schau dir hier doch noch weitere Rezepte an und abonniere unseren Kanal kostenlos, damit du kein neues Rezept mehr verpasst.